Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Anno 1503. Und wir sind ganz leicht im Minus, wie ich das hier sehe. Minus 20 haben wir hier. Oh, und hier oben geht es irgendwie nicht gut. Warum? Wir haben nicht genug Nahrung. Und nicht genug Tabak. Wahrscheinlich liegt es eher am Tabak, weil Tabak haben die ja hier nicht. Deswegen vermutlich. Gut. So, dann. Wir wollten uns ein wenig um die Kanonen kümmern hier. Kanone, was ist das hier? Wir haben auf jeden Fall nicht genug Eisen im Moment. Deswegen werde ich mal ganz... Also ganz funktioniert das nicht mit dem immer regelmäßig abholen hier. Ja, volles Lager, genau. Aber es kommt auch keiner. Dafug. Es kommt dann einer und läuft hier über die ganze Karte da rum und holt sich das Zeug. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, meine Damen und Herren. Dann werde ich das wohl doch nochmal umbauen müssen. So, dann benötige ich... Oh, hier ist eine große Eisenmine. Nee, nicht die... Will ich doch gar nicht hier. Eisenschmelzer. Zack. Warten wir mal kurz, bis die hier... Ah, nee, das war's gar nicht hier. Die ist es. Die hat kein Material, deswegen können wir die einfach abreißen. Gut. Sollte deutlich produktiver sein. Stimmt, hier gab es eine kleine und eine große Eisenschmelze. Die kleine verbrauchte Holz und die große verbrauchte dann auch Kohle. Und unsere Bilanz ist wieder positiv auf einmal. Warum? Weiß ich nicht. Ihr Tabak sieht wieder besser aus. Unser Schiff hat auch jede Menge Tabak geladen gerade. Nein, verdammt, das wollte ich nicht. Zack. Es ist halt jetzt so, jetzt spiele ich im Moment gerade 1652. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Flottenkommandant an Deck. Und 1503 so im Wechsel. Das ist jetzt auch nicht so gut. Aber mein Schiff ist zum Glück schneller. Gut, dann bringe ich erstmal neue hier die... Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Sachen in Sicherheit, zack. Hart an den Wind! Dann... Wie viele Sachen man hier damit machen kann, will ich das mal kurz reparieren lassen. Ein Schiff wurde wieder instand gesetzt. Sehr gut. Setz Vollzeug! Und dann mache ich das hier mal wieder weiter. Wenn wir das merken, dass sie uns angreifen, dann können wir das ja sofort hier... Ein flammendes Inferno bedroht ja. Euer Volk. Können nur froh sein, dass es für solchen Mist dann mit Feuer hier nicht auch noch einen gab. Gleich ein Schiffskanon. Ich hoffe mal, das ist wenigstens dann dasselbe. Einheit ausgebildet. Das wollte ich nicht. Es ist uns eine Ehre. Ich möchte Kanonen produzieren. Ich möchte Kanonen produzieren und nicht hier Drecks... Hä? Was soll das?
Wie zur Hölle kann ich Kanonen produzieren? Hä? Hä? Kanone. Wie unser Herr befiehlt. Und wenn ich mit der dann an Bord gehe? Ich bin gerade dezent verwirrt. Apropos, warte mal, verwirrt. Wie geht's denn eigentlich? Oh, das Essen sieht nicht gut aus. Gut. So. Wir erwarten euren Befehl. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Jetzt kann ich aber nicht erhöhen. 0 Tonnen Schiffskanonen. Häm. Hi, Captain. Jawohl, mein König. Häm. Ich fürchte, das muss ich irgendwann mal googeln. Ist hier noch etwas, was wir erforschen können? Ha. Kanone haben wir doch aber und Schiffskanone haben wir auch erforscht. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Hä? I got no idea. So. Nichtsdestotrotz möchte ich mich in dieser Folge eigentlich ein bisschen um die Bedürfnisse wieder kümmern. Also wir brauchen auf jeden Fall... Brauchen wir Gewürze? Ja, schade. Verdammt, ey, wir brauchen Gewürze wieder. Nahrung ist auch noch knapp. Ich würde auch so mittelfristig, da ich ja im Prinzip einen Plan habe. Doch. Wuhu! Übrigens nochmal der Hinweis, ich darf jeden eure dieser wunderschönen Sequenzen im Nachhinein noch einfügen. Die Menschen eures Volkes sind glücklich, yeah, und möchten euch danken. Ihr dürft euch ein Denkmal setzen. Es ist ja nicht ständig die gleiche oder sowas, ne? Oh, wunderbar. Ja, finde ich auch. Gut, ein Traum. So, Spaß beiseite. So. Dann möchte ich nämlich jetzt mal anfangen mit dem Bauen von geplanten und genormten Feldern hier so ein bisschen. Ich kann das Ganze auch auf langsam lassen. So, ein bisschen ranzoomen ist auch immer schön. Gut, zum Glück kann man Getreide hier auch anbauen. Gucken, also die können hier vorne oder so raus dann anscheinend, okay. So, das Feld baue ich hier mal so. Zack. So. Das Coole ist, hier baut man schon fertiges Feld teilweise, ne? Das ist dann so ein bisschen random. Aber hier so ein bisschen von dem Feld ist gleich erntereif. Du kannst sofort anfangen mit dem Produzieren. Das ist sau cool. Und we got a brown bear hier.
Hoffentlich ist der uns wohlgesinnt. Gut, dann muss hier nämlich irgendwie eine... Ja, das baue ich hier drüben dann mal hin. So, hier baue ich eine... Zack. Den Weg auch gleich mal ein bisschen weiter bauen. Dann kommt... Hier schon mal eine Mühle hin. Und hier eine Bäckerei. Wie das Produktionsverhältnis hier dann ist, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Das muss ich dann alles noch austesten. So, passt denn hier jetzt komplett noch eine hin? Ja. Traumhaft. Hier so, okay. Mal gucken, wo das dann rausgeht. So, so. Ich weiß gerade nicht. Gut, dort geht irgendwo eine Straße. Das kann ich mal drehen kurz. Oh, der Bär gerade klang nicht glücklich. Was auch immer der Bär gerade gemacht hat. Also sieht eigentlich aus, als würde hier so die Straße relativ mittig rausgehen. Ich habe keine Ahnung. Dann bauen wir noch eins. Ja, sieht so aus. Und Feld. Zack. Gut, und dann noch eine Mühle. Die wir natürlich auch in die gleiche Richtung drehen, sonst wäre es ja nicht schön. Und theoretisch vermute ich, dass das jetzt so reicht. Die Produktion hier wächst noch. Da werden wir dann nochmal nach dem Rechten sehen müssen. Ich finde das cool, wenn man sowas anklickt. Piu, ganz viele Möwen. Gut, Nahrung müsste damit wieder steigen eigentlich. Und auch zur Genüge steigen. Gewürze könnten wir allerdings noch etwas tun. Durchaus, durchaus. Man greift eure Schiffe an. Och, Mano, Junge. Cool, lässt mich sogar in Ruhe. So, dann wollte ich hier noch ein bisschen Gewürze anbauen. Wir haben allerdings hier leider keine Werkzeuge mehr, weil wir die alle mitgenommen haben. Das heißt, ich muss dann mal warten, bis die... Wenn ich ganz vorsichtig bin... Nee, geht nicht. Geht also nicht kontrolliert, doch irgendwie. Ja. Ich bin verwirrt. Ich nehme mir die Pfeiltasten. Gut. So, auch hier, wenn ich mich so bewege, seht ihr auch so ein leichtes Flimmern. Und das ist halt so und noch stärker die ganze Zeit dann. Eure Herrschaft. Ja, hoffentlich wollen sie mir nicht wieder so ein Denkmal bauen hier. Das wäre noch schöner. Also die Idee hier, den Hafen zu haben, bin ich eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Nur noch entweder dann rauskriegen. Halt. Stopp, ich wollte doch Werkzeug holen. Brauche ich noch was außer Werkzeug? Ein bisschen Stein vielleicht. Anker lichten! So, Werkzeug. Ach, und Holz kann man nie genug haben. Flotte ist auf Zielkurs. Der hat hier auch seine irgendwelche Viecher stehen hier schon. Okay, also vorsichtig sein hier auf jeden Fall. Gut, mal schauen, ob wir hier in der Wüste auch einfach bauen können oder ob uns da das nicht gedeiht, das Feld. Mal sehen, wir werden es sehen. So. Dann alles runter. Gut, und du gehst wieder auf Fahrt. So. Also sieht eigentlich prinzipiell ganz gut aus. So, dann braucht man natürlich noch hier Wege.
Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ja, das ist mir gerade mal egal, du, ob du es glaubst oder nicht hier. So. Und weil es so schön ist. Mache ich das Feld gleich relativ rechteckig. So. Gut, hier vorne fehlt jetzt noch ein bisschen Feld. So, das sollte jetzt, denke ich, genügen. Jetzt haben wir ja theoretisch unsere Produktion verdoppelt. Ich hoffe, dass das reicht. So, der Nahrung geht wunderbar. Aber so Tabakwaren könnte man auch nochmal gucken. Da brauchen wir aber auch auf jeden Fall nochmal Werkzeug und Holz. Gut. Unser Schiff ist ja gleich wieder... Schickes anderes Schiff hier. Oh ja, schicke Schiffe. So. Ahoi, Captain! Gut, das können wir alles abladen, selbstverständlich. Und dafür holen wir Holz. Und Werkzeug und Stein. Dann haben wir hier kein Werkzeug mehr. Gut. Ahoi, ihr Landratten. Ist mal so. Gut, und wenn das dann hier ist, dann laden wir das alles aus noch schnell. Ja, das wird schon so mittelfristig. Gut. Wenn ich das geschafft habe, werde ich allerdings jetzt... Ein Brand zerstört genau, eure Häuser. Wunderbar. Produktion ist ganz okay gerade. Okay. Na, what the fuck? Instant aufladen hier, oder wie? Kommandant an Deck. Und vor allem nichts aufgeladen. Flotte setzt sich in Bewegung, ist wahrscheinlich slot-spezifisch. Und damit geht das nicht. So, Tabak aufladen. Das hier abladen kann man nicht. Gut. So, der macht das schon. So, dann wünsche ich euch erstmal... In eurem Städtchen nennt man gern. So, jetzt die Nächsten mir hier noch ein Denkmal wieder bauen wollen, verabschiede ich mich für heute, für diese Folge, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden.